Ja, dann herzlich willkommen hier zum Impuls zum Bereich Lessons Learned. Ein bisschen ketzerisch, Fragezeichen, Ausrufezeichen, Sprachprojekte und Programme als Impulsgeber für die Organisationsentwicklung. Und ich bin hier in meiner Funktion als Projektkoordinatorin vom Landeskompetenzzentrum zur Sprachförderung an Kindertageseinrichtungen in Sachsen. Wir sind eine Koordinierungs-, Professionalisierungs- und Entwicklungsstelle und sind in dem Bereich Sprache sozusagen mit den verschiedensten Akteuren der frühkindlichen Bildung in Sachsen vor allen Dingen unterwegs. Und haben in diesem Zusammenhang natürlich sowohl mit Kitas, die in verschiedenen Bundesprogrammen oder auch Landesprojekten stecken, aber eben auch mit Kitas, die keinerlei Projekten angehören, zu tun, die einfach von sich aus den Bedarf haben, sich mit dem Bereich Sprache einfach näher zu befassen. Haben wir auf einfach ja, da eine gemeinsame Thematik, die wir mit den Kitas bearbeiten und das auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Also zum einen können uns die Kitas ansprechen und wir koordinieren einen pädagogischen Tag, einen Fachtag. Wir schauen, ob wir Elternabende begleiten können. Und im Rahmen vom Bundesprogramm Sprachkitas sind wir sozusagen hier in Sachsen mehr oder weniger eigentlich tatsächlich zufällig parallel laufend entstanden und haben dort auch die Begleitung der Projektkitas auf unterschiedlichen Ebenen. Ja, sind wir eigentlich durch verschiedenste Ebenen gegangen. Denn zum einen ist mein Kollege Herr Joleta der Multiplikator für die Schulung der Fachberatungen, die zusätzlichen, die sich dort sozusagen im Bundesprogramm befinden. Wir sehen hier eine kurze Zusammenfassung des Bundesprogramms. Dort werden also sozusagen zusätzliches Personal gefördert zu den verschiedensten Schwerpunkten. Wird gearbeitet, aber ich glaube, da hatten Sie im Vorfeld schon Informationen bekommen, sodass ich jetzt hier gar nicht weiter ins Detail gehen wollen würde, sondern tatsächlich mich auf die Fragen stürzte, die das Projektteam uns gestellt hat. Ich würde immer ganz gerne Ihnen die Antworten sozusagen zum einen teilweise aus unserer Sicht heraus vorstellen, zum anderen aber eben auch einfach aus den Gesprächen, die wir mit den einzelnen Akteuren im Bundesprogramm, also auch mit den Sprachkitas, den Vertretern dort, ja einfach, wo wir da Erkenntnisse bekommen haben. Und das wird sozusagen jetzt einfach immer abwechselnd oder immer in verschiedenen, mit verschiedenen Sichtpunkten sozusagen deutlich werden. Eine der Fragen, die uns gestellt wurde, war, was können wir aus dem Projekt für Kita-Entwicklung im Allgemeinen lernen? Das ist etwas, was wir ganz generell im Rahmen unserer Arbeit feststellen, ist, dass Kitas offen für Veränderungen sind. Also wir haben dort ein System oder auch pädagogische Fachkräfte. Wir haben gerade gehört, auf Trägerebene vielleicht auch manchmal etwas ja, zurückhaltendere Verhaltensweisen. Aber wir merken in unserer Arbeit, was sicherlich auch daran liegt, dass viele an uns herantreten, weil sie Bedarf haben, aber dass dort sehr, sehr viel Offenheit für Veränderungen und einfach auch neuen Input existiert. Und im Rahmen der ja, Kita-Entwicklung allgemein, was können wir dort lernen, ist ein großer Aspekt natürlich, es wird Zeit benötigt. Wir merken, wie wichtig die Begleitung der einzelnen Akteure ist und das gar nicht mal nur auf pädagogischer Fachkraftebene. Das geht auch auf Ebene der Träger, wenn es um Antragstellungen etc. geht. Hier sind einzelne Punkte genannt, die wir sozusagen erleben. Wir können gerne in der Diskussion auch nochmal auf die einzelnen Bereiche eingehen, sodass ich einen kurzen Überblick einfach nur geben wollen würde. Wir sehen, dass es die Projektumsetzung, egal in welchem Projekt, einfach leichter gelingt, wenn eine gewisse Teambeständigkeit in den Einrichtungen herrscht. Das ist also nicht nur im Rahmen von Personalmangel sozusagen ist die Personalfluktuation einfach gestiegen, sondern auch ganz generell merken wir, wie einfach ein ganzes Vorhaben sozusagen zusammenbricht, wenn einzelne Akteure gar nicht mehr in den Einrichtungen dabei sind. Ein wichtiges Thema, was wir in unserer Arbeit auch mitbekommen haben, ist, dass es gar nicht mal immer so zwingend um inhaltliche Themen gehen sollte, zumindest nicht im ersten Moment, sondern wir merken, wie wichtig Teamentwicklung und Themen, die sozusagen im Bereich der ja,
könnten wir eigentlich auch genauso sagen, der Organisationsentwicklung stehen sind, sodass wir auch da merken, das Thema ist nicht immer zuerst gefragt, sondern auch da können wir gerne nochmal ins Detail gehen. Die Anzahl der einzelnen Projekte in den Kitas sollte im Blick behalten werden. Das merken wir bei Thema Kita-Entwicklung auch bei anderen Themen. Wir sehen, dass viel gewollt und angestoßen wird, aber dann oft auch aus den Augen, es kommt manchmal vor, dass wir einfach in Kitas, einfach weil die Kriterien oft stimmen, an bestimmten Projekten teilzunehmen, da 10 Projekte haben und tatsächlich eine Organisation oder eine Kita-Entwicklung da auch ein wenig erschwert ist dazu. Bei den Sprachkitas konkret, wenn wir dort schauen, was wir da für die Kita-Entwicklung lernen können, würde ich hier einzelne Punkte noch mit rausnehmen. Wir sehen sehr, sehr deutlich aus den Rückmeldungen der Fachkräfte, dass die zusätzliche Fachberatung eine wichtige Stellschraube für die Kita-Entwicklung geworden ist oder auch ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass möglicherweise aus dem Vorgängerprojekt von den Sprachkitas, das vielleicht einfach auch schon als Impuls mitgenommen wurde und sehen einfach mit den Fachberatungen, mit denen wir zusammenarbeiten, was dort an Kita-Entwicklung oder auch Organisationsentwicklung in den Kitas einfach möglich gemacht wurde, weil es einfach diese Stelle gab. Und auch in diesem Rahmen war es wichtig, dass wir vorhandene Strukturen mit einbeziehen. Also das wäre auch etwa ein Aspekt, den man bedenken sollte, wenn man an Kita-Entwicklung allgemein denkt, wenn wir sie gut umsetzen möchten. Wir sehen, dass die verschiedenen trägerübergreifenden Verbundbildungen am Anfang etwas holprig vonstatten gingen, aber tatsächlich im Nachhinein doch sehr positiv angesehen wurde. Dafür braucht es diese Anregung des Projektes, haben wir gemerkt. Und ganz generell merken wir, dass sozusagen die Umsetzung in den Einrichtungen, also das heißt, dass nach den Bedarfen der Einrichtungen gearbeitet wird. Man kann zwar ein großes Thema setzen, aber wir sehen, in den jeweiligen Einrichtungen findet sich Motivation und finden sich erfolgreiche Ergebnisse dann, wenn es sozusagen auf die Einrichtungen entsprechend angepasst wird und den Bedarfen dieser Einrichtung entsprechend einfach gearbeitet wird. Ganz generell vielleicht auch kein großes Geheimnis, aber ein großer Schritt oder eine große Erkenntnis im Rahmen der Kitas, Sprachkitas war für uns, wenn wir begleitet hatten, dass eine Entwicklung und Veränderung eher für etwas stattfinden sollten als gegen etwas. Also wir haben ja doch auch sehr, sehr alteingesessene Teams, sagen wir mal, wo man schon 30 Jahre in der gleichen Kita arbeitet und dort also feste Teams existieren. Und da galt es natürlich, das bisherige ein wenig zu reflektieren und zu schauen und aufzubrechen, was im Bereich der Sprachkitas also noch möglich ist. Auch hier wurde vorhin auch nochmal angesprochen, reichen allein Fortbildungen nicht aus, sondern eben der prozessbegleitende Aspekt ist hier sehr, sehr wichtig, dass wir also sozusagen versuchen, die einzelnen Themen nicht nur als theoretisches Wissen zu haben, sondern eben da auch in Handlungswissen und Handlungskompetenzen umzuwandeln. Welche Bedingungen haben zum Erfolg des Projekts getragen? Das sehen wir sozusagen, und das sind auch eher wiederum Rückmeldungen oder auch eigene Erlebnisse aus der Projektarbeit, die wir haben. Wir sehen, dass Kitas, die sich sozusagen aus sich heraus für dieses Thema interessieren oder aus sich heraus die Teams für dieses Thema angemeldet haben für das jeweilige Projekt, dass da ganz anders gearbeitet wird. Also das sind, wie gesagt, eher keine Erhebungen, die wir machen konnten oder machen wollten. Wir merken einfach nur, dass da ein ganz anderes Verständnis für dieses Thema da ist. Gleiches gilt bei den Sprachkitas, war es so, dass die Leitungen teilgenommen haben in den Tandems. Das haben die einzelnen Akteure als sehr, sehr wohlwollend uns gegenüber beschrieben, weil einfach die Leitungen im Thema mit drin steckten, und wenn eben zu Dienstberatungszeiten Zeiten benötigt wurden, hatte die Leitung gleich ein ganz anderes Verständnis dafür. Die fachliche Begleitung der zusätzlichen Fachberater ist, glauben wir, weiterhin ein großer Aspekt, der, glaube ich, gerade im Bereich der Organisationsentwicklung
ganz spannend wird. Wie kann diese Fachberatung aussehen? Wie ist diese Fachberatung angebunden oder auch welche Aufgaben soll sie übernehmen? Da merken wir, dass sozusagen die Anzahl der Kitas auch relevant ist. Wir haben in Sachsen Fachberater, also reguläre Fachberater, die bis zu 150 Kitas betreuen. Und da sehen wir natürlich, ist ein ganz anderes Arbeiten als bei Fachberatern, die 5 Kitas oder auch 14 Kitas haben. Also da wäre es auch nochmal, da könnte man auch nochmal sich sehr gut austauschen zu den Fachberatungen. Ein Aspekt, den ich vorhin schon mal genannt hatte und eigentlich Teil des Erfolges, glaube ich, sind, welche Bedingungen sozusagen zu einem Erfolg geführt haben, ist, dass wir den Kitas oder dass das Programm den Kitas zwar Schwerpunktthemen vorgegeben hat, aber tatsächlich in der Umsetzung von den jeweiligen Fachkräften, Fachberatung oder zusätzliche Fachkraftsprache, die eben auch in den Kitas unterwegs ist, da nochmal Freiheiten gelassen wurden, merken aber auch, dass je nach Qualifizierung und Qualifikation der jeweiligen Fachkräfte diese Umsetzung einfach stattfindet. Wenn wir andere noch gefragt haben, welche Bedingungen zum Erfolg des Projekts beigetragen haben, kamen noch Themen auf wie Instrumente der projektinternen Kommunikation. Also es wurde sehr wohlwollend hervorgehoben, dass es Rundbriefe gab, dass es für die Fachberater extra Briefe gab und dort einfach auch eine Kommunikation und ein Austausch auf dieser Ebene stattfand. Auch hier gab es anfänglich einzelne Aspekte, die gar nicht so gut angenommen wurden, aber sich im Laufe der Zeit tatsächlich wurde als sehr wohlwollend sozusagen dann aufgenommen. Wir haben ganz generell, gerade auch bei uns in Leipzig, das Thema der Trennung zwischen Fachberatung und Dienst- und Fachaufsicht. Das scheint auch der Praxis sozusagen ein großes Anliegen zu sein, wo wir sehen, das hat gut funktioniert, dass eben im Rahmen der Sprachkitas das tatsächlich nicht noch ein zusätzlicher Aspekt war, den die Fachberatung übernehmen musste. Und ganz generell, natürlich hatten wir es auch vorhin schon gehört, sind natürlich die freigegebenen Zeitressourcen, die Finanzierung mit dem gesonderten Personal einfach eine gute Bedingung, um eben Erfolg eines Projektes ranzubringen. Jetzt muss ich mich, glaube ich, schon beeilen. Die Ratschläge, die wir zukünftigen Entwicklungsprojekten geben würden, auch hier wieder tatsächlich eher aus unserer Erfahrung oder auch in den Gesprächen mit den Fachkräften entstanden. Wir merken, auf der Kita-Ebene sollten zukünftige Projekte vor allen Dingen Themen oder Kitas Themen angehen, für die sie sich selbst entscheiden, die sie also sozusagen gemeinsam auch mitbestimmen können. Wir merken, wie wichtig die Kommunikation und Reflexion der einzelnen Aufgabenfelder, die man dann eben im Rahmen dieses Projektes hat, wie wichtig diese sind. Es ist immer als positiv angesehen worden, dass die Leitungen mitbeteiligt sind am Projekt und eben, wie gesagt, in einer externen Begleitung, egal welcher Art, scheint es sozusagen ganz positiv gesehen zu werden, dass es sozusagen Erfolge im Bereich der jeweiligen Projektthemen oder der Umsetzung der Projektthemen gibt. Und wir merken einfach auch da, wie wichtig es ist, die Fachkräfte zu qualifizieren, passend zu ihren Aufgaben, merken aber auch, dass es nicht nur wichtig ist, inhaltliche Qualifikationen zu geben, im Sinne von, bei den Sprachkitas kann es sein, dass es dann eben zu bestimmten Themen wie Sprachentwicklung oder vielleicht sogar zu Qualitätsentwicklung auf der Fachberaterebene Fortbildungen gab. Aber wir merken auch, wie wichtig es ist, methodisch den Leuten was an die Hand zu geben, dass sie also auch dieses Wissen weitertragen können in ihre Teams. Auf welche Art und Weise können sie das machen? Das ist ein Aspekt, den wir für uns festgestellt haben, dass es eben nicht nur reicht zu sagen, das ist das theoretische Wissen, das könnt ihr so in der Praxis machen, sondern zu schauen, wie kann man dieses Wissen also auch an die jeweilige Zielgruppe, die ja sehr unterschiedlich ist, wenn wir die unterschiedlichen Ebenen ansehen, halt dann dementsprechend auch dahingehend begleitet und qualifiziert. Wenn wir das allgemein betrachten, welche Ratschläge wir für die Organisationsentwicklung zukünftigen Projekten geben wollen würden, wie schon öfters erwähnt, scheint eine externe Begleitung sehr, sehr unterstützend zu sein für eine Projektumsetzung.
Klar, die finanziellen, personellen und strukturellen Ressourcen sind natürlich, begünstigen natürlich immer die jeweiligen Projektumsetzungen. Und wir merken, gerade in dem Sprachkita-Projekt, es gab ja auch davor schon eins, wie wichtig es ist, Zeit zu geben für die Anfangsphasen. Also wir haben gemerkt, dass beispielsweise die zusätzlichen Fachkräfte für Sprache, die dann in den Kitas entweder gelandet sind, weil sie da neu eingestellt wurden oder aus den alten Teams heraus jemand bestimmt wurde, der diese Stelle übernimmt, dass es da im Team ganz, ganz unterschiedliche Wahrnehmungen gab. Welche Rolle habe ich jetzt eigentlich? Wie kann ich diese neue Rolle im Team sozusagen klar machen und bewusst machen? Oder auch, welche Profession habe ich? In welcher Profession arbeite ich hier gerade? Manche zusätzliche Fachkräfte für Sprache waren ursprünglich auch mal Logopäden, sodass sie dann oft als Logopäden angesehen wurden oder auch ehemalige Erzieher, dass sie möglicherweise vielleicht in einem Gruppendienst angefragt waren, etc. etc. Also da muss man schauen, dass man zum Beispiel über die Fachberatung genau diese Teamprozesse erkennt und auch verdeutlicht und einfach auch Zeit für die jeweilige Rollenfindung für die einzelnen Akteure zu geben. Das ist, glaube ich, bei zukünftigen Projekten immer wichtig, dass man eben nicht nur den inhaltlichen Aspekt so genau anschaut. Und andererseits haben wir aber auch gemerkt, dass es wichtig ist, ein inhaltliches Thema zu haben, um eben die Organisationsentwicklung voranzubringen. Also einfach nur mit diesem Thema Organisationsentwicklung, glaube ich, an die Tür zu klopfen, könnte es sein, dass es da dass es nicht spannend genug ist oder eben nicht nah genug, je nachdem, auf welcher Ebene man dieses Thema thematisieren möchte, dass es vielleicht doch hilfreich ist, das an einem bestimmten Bereich schon mal festzumachen und dann einfach in der Nachhaltigkeit und der Übertragungsfunktion die Akteure dann zu begleiten. Und ich schaue mal Frau Lepski an, inwiefern ich jetzt dann doch schon etwas ruhiger sein soll, aber tatsächlich ist es sehr, sehr schwierig, durch die verschiedensten Ebenen einfach die Dinge anzubringen. Wir können aber sehr, sehr gerne die unterschiedlichsten Ebenen gerne mal in der Diskussion ansprechen, wie es Ihnen sozusagen gerne gefällt. Ja, ich denke, das ist eine ganz gute Idee, weil da sind schon so viele tolle Hinweise drin, die ich Ihnen jetzt auch in der Gruppe nochmal als Diskussionsfragen zur Verfügung gestellt hätte. Sie haben das ja schon ganz toll aufbereitet, welche Faktoren wichtig waren für diese Veränderungsprozesse und was da wichtig war, war auch auf den unterschiedlichen Ebenen. Von daher können wir gerne in die Diskussion schon gerne übergehen und gemeinsam einfach uns austauschen. Gibt es denn noch Rückfragen zu dem Impuls von Frau Görlich? Sehe keiner. Ich hätte nämlich in der Tat eine Frage vielleicht nochmal zu den Sprachkitas. Sie hatten ja gesagt, dass die Kitas sich bewerben konnten fürs Bundesprogramm. Nach welchen Kriterien wurde denn dann bestimmt, wer daran teilnehmen kann und wer nicht? Also es war tatsächlich in diesem Bundesprogramm und jetzt, das ist schon wieder so lange her, hoffentlich sage ich nichts falsch, falls jemand in der Runde etwas Genaueres weiß, bitte gern melden. Ich meine, es war zumindest in Sachsen in einem Ampelsystem laufend, also man hat sich als Kita auf eine Plattform eingetragen und dort wurden quasi bestimmte Monitoring-Daten abgefragt. Wie groß ist die Kita? Wie groß ist der Anteil an Kindern mit besonderem Sprachförderbedarf? Das wurde manchmal über die Finanzierung, der zusätzlichen Finanzierung für die Kita-Plätze festgemacht etc. Also es gab verschiedene Faktoren, die die einzelnen Bundesländer festgelegt haben, welche Kitas sozusagen dann letztendlich bei uns war es wie gesagt das Ampelsystem, auf der grünen Ampelliste sozusagen gelandet sind. Ich weiß nicht, welche Kriterien andere Bundesländer herangezogen haben, aber es war sozusagen ganz generell eben solche Faktoren, die da sozusagen mit reingespielt haben. Mhm.